Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Heute Morgen geht es los in die Werkstatt für Klaus. Aber die Problematik ist, auch wenn das mit dem Filmen manchmal ein bisschen komisch aussieht, also man darf ja offiziell nicht filmen und nicht fotografieren. Jetzt kommt das ja schon mal öfters vor, da wird einem hier der Fotoapparat abgenommen, kaputtgeschlagen und ja, dann ist das Thema durch. Wenn man Pech hat, wird man noch verhaftet. Gestern und vorgestern musste ich schon ein paar Mal die Kamera recht schnell fallen lassen, weil noch Polizei da war und Klaus mich dann immer wieder ermahnt, nach dem Filmen sein, für den Fotoapparat weg. Ja, Klaus hat für mich heute am Programm stehen, eine Gelenkwelle tauschen, eine Seitenscheibe vom Caddy einkleben, ein Krankenwagen springt nicht an, Blinker austauschen, diverse Kleinigkeiten an ein paar anderen Autos und dann die Doppelpedalerie einbauen. Ich habe Klaus versucht zu erklären, dass es wahrscheinlich kein Tagesprogramm ist, aber ich schaue mal, wie weit ich halt komme. Mal gespannt auf die Jungs, die ich da gleich sehe und die Werkstatt. Bis gleich. Hier sind wir auf dem Weg zur Werkstatt und sieht, wie die Leute wohnen und auch ihre täglichen Einkäufe regeln. So, hier ist mal der erste Eindruck der Werkstatt. Die Werkstatt hat einen Namen, die heißt Amen. So. Was schon mal klasse ist, hier ist eine Grube. Flaschentuch an der Decke, sehr gut. So. Hier. Werkraum. Ah, hinten hängen noch Zylinderkopfdichtungen als Ersatzteil, auch sehr gut. Ja, ich habe jetzt gerade meine Ersatzteile mal ausgepackt. Die Wundertüte verteilt hier. Alle Ersatzteile, ja, die ersten Sachen werden schon ausprobiert, Kappen werden schon anprobiert. Aber die Feigelkappen, Feigel hat uns ja hier für die Reise auch unterstützt. Also hier wird jetzt genau, akribisch genau, der Lagereingang gemacht. Das ist ja eingeführt worden von Theo, nehme ich an, ne, so ein bisschen. Okay. Von Klaus, okay. Hier wird auch der Lagereingang gebucht. Das Werkzeug, was ich mitgebracht habe, wie gesagt, die Werkzeugkiste, die kommt gleich nach diesem anderen Auto. Und die Ersatzteile wird auch alles genau aufgeschrieben. Und hier stehen so ein paar Schmuckstücke, um die ich mich dann auch kümmern soll. Wobei ich glaube, das ein oder andere weiß ich nicht, ob ich das nochmal zum Leben erwecken kann. Aber schauen wir mal. Ja, und hier haben wir jetzt tatsächlich ein paar gute KTWs aus dem Kreis Heinsberg. Ja, perfekt. Kreis Heinsberg. Und den VW-Bus zeigen, wo die Schaltung abgebrochen ist, beziehungsweise die Buchse kaputt ist. Jetzt hat der Klaus zwar gesagt, das hat jetzt hier nicht Priorität. Also das ist das Schmuckstück. Ich zeige euch den mal von innen. Das hat jetzt nicht Priorität, aber wenn der nicht mehr zum Laufen kommen sollte, also in dem Fall zum Schalten, dann verliert der Fahrer hier seinen Job. Tja, neue Herausforderung. Mal gucken, ob ich an dem Schaltgestänge noch was retten kann. Ja, also jetzt bin ich durchgekommen bis zum abgeschlossenen Raum. Hier lagert das ganze Spezialwerkzeug. Ich muss jetzt mal schauen, was ich hier so finde oder auch nicht finde. Das ist jetzt die Doppelpedalerie von einem Mercedes, wo man sich dann von verspricht, ob wir die in den Golf 3 reinkriegen. Das ist hier das Heiligtum, die Werkzeugkiste. Und mittlerweile weiß ich also auch, das ist hier die modernste und sauberste Werkstatt in Burundi. Ja, ich habe jetzt hier gerade die Prüflampe vorgestellt und habe jetzt hier erklärt, dass man mit der Prüflampe also nicht nur messen kann, ob Strom da ist, sondern auch mit der Prüflampe Strom geben kann. Und das habe ich jetzt gerade mal erklärt. Klaus hat ein bisschen übersetzt. Jetzt, glaube ich, funktioniert schon ganz gut. Also die war ja auch nicht bekannt, dass man das so prüfen kann. Haben wir eine Lampe genommen? Ja, ja, okay, Jan hat es verstanden. Gut? Okay, gut? Ja, gut. Okay. Ja, so ein bisschen Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen habe ich jetzt gerade hier eingeführt. Man hat jetzt nicht verstanden, was ich meine, aber jetzt haben wir hier den Wagen doch ein bisschen gegen Abstürzen gesichert. Vor allen Dingen, weil ich liege ja selber drunter. Dass wir hier gesagt haben, okay, wenn der Wagengeber mal Öl nachlässt, wobei das ja ein ganz neues Modell ist, kann eigentlich nicht kaputt gehen, aber sicher, sicher. Ja, das ist schon irre, wenn man das sieht.
mit welchen Mitteln wir hier arbeiten, das ist echt unfassbar. Also du hast ja echt wirklich noch nicht mal einen vernünftigen Schraubenzieher. Ich finde keinen Seitenschneider. Das ist echt Wahnsinn. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie gesagt, was der Schlosser mitbringt hier für den Krankenwagen, für den Motorhalter. Und jetzt geben wir uns hier an die Gelenkwelle dran. Ich hoffe, dass das die richtige ist. Die bauen wir jetzt hier aus. Na, schauen wir mal. Die Jungs sind auf jeden Fall echt motiviert und hier sind ein paar clevere Kerlchen bei. Die kapieren zumindest, wenn ich was erkläre, kapieren die relativ schnell. Ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, also mit der Aufgabe, mit der er mich jetzt konfrontiert, hätte ich nicht gerechnet. Wir haben hier einen T4-Getriebeschaden. Das Getriebegehäuse war drin. Hier oben ist der komplette Halter vom Motor und Getriebe unterm Fahrzeug. Wir haben ein gebrauchtes Getriebe bekommen. Da fehlt der Halter jetzt komplett. Und jetzt versuche ich, mit den Jungs, die wir gerade gesprochen haben, ob wir da Material haben, ob ich dann von hier, wo hier der Halter nochmal festgeschraubt ist, einen Halter baue, der bis hier vorne an den Frontblech geht. Wir machen hier einen separaten Bügel, um den Motor und Getriebe abzustützen. Mal schauen, ob das funktioniert. Moment. Ja, jetzt kriege ich noch ein bisschen Sonne hier. Wunderbar. Also hier arbeiten wir jetzt gerade Hand in Hand. Also das bin ich hier und mein Kollege. Wir wechseln jetzt gerade hier die Seitenscheibe von dem Caddy. Wie gut, dass ich ein gutes Wuchtwerkzeug mitgebracht habe, denn sonst wäre ich hier ohne Kreuzgelenk schon nicht mehr weitergekommen. Das ist hier Hand in Hand. Perfekt. Dafür, dass eigentlich Fotos und Filme hier verboten sind, was so eine Feigelkappe alles bewirkt. Hier, mit Polizei, mit Gewehr im Anschlag. Machen wir hier noch ein kleines Video machen. Also perfekt, super. Ja, also hier ist jetzt auch, er hat absolute klasse Wirkmetallwerkzeug im Einsatz. Die Radradschale ausbauen, also ich habe gerade festgestellt, hier war noch ein Problem. Ich habe Ihnen erklärt, man muss bei den Nimbusschrauben besser erst die Schraube freikratzen vom Dreck. Dann rutscht das Werkzeug nicht ab, die Schraube geht nicht kaputt, beziehungsweise das Werkzeug geht nicht kaputt. Hat man jetzt verstanden, super, haben einen kleinen Draht genommen, haben die Schraube ausgekratzt und jetzt wird hier fleißig die Radradschale abgeschraubt. Dann müssen wir gleich das Kabel von dem Blinker finden. Ja, Klaus guckt natürlich auch danach, dass hier alles sauber gemacht wird und Herbert natürlich auch. Heute wird hier groß eine machen. Jo, er ist hier schon beschäftigt mit Luftpistole und Besen. Genau, perfekt. Ja, er ist hier schwer im Einsatz. Auftrag 1 erfüllt, Scheibe ist drin. Auftrag 2 erfüllt, Blinker ist drin und funktioniert. Also haben wir heute schon mal geschafft. Klaus erklärt jetzt gerade dem Schlosser, dass ich ein Flacheisen brauche, gebogen als Motorhalter. Unten zwei Augen dran geschweißt, dass ich Schraube da losstehe und oben ein Gegenstück und einen Frontträger festzumachen. Also ich bin mal gespannt, was ich davon zurückkriege. Interessant ist, ich habe jetzt eben gesagt, hört mal Leute, ihr habt ja ein bisschen Zeit, ihr seid ja nicht unter Stress wie bei uns. Alles, was ihr hier so liegen habt an Sachen, irgendwie braucht man hier ja auch alles. Aber hier liegt auch alles irgendwo rum. Von abgefahrene Bremsklötze, die werden ja auch verwahrt hier, bis hier hin zu dem Regal. Ich habe gesagt, die sollen sich jetzt mal alle schön was Zeit nehmen, sammeln und alles sortieren in Dosen. Alles schön nach Schrauben, nach Verteilerkappe, nach Elektrik, nach Relaisplatte, nach Schrauben. Hier liegen dann noch für 220 Volt Sicherungen bei. Alles mal sortieren. Ja, erste Frage an mich, wo kommen die Dosen her? Also man fängt ja in der Tat bei Null an. Und hier noch was für meinen Mario Götzer. Also Mario, ich glaube, das Werkzeug, was du mir versprochen hast, weil die ausmustert, das kann nicht so schlecht sein, wie das hier, was hier das Hauptwerkzeug ist. Also Mario, denk an mich. Ein bisschen gucken, weil es fängt jetzt an zu regnen. Das Elektroschweißgerät steht auch ein bisschen, aber nur ein bisschen im Regen. Ich muss natürlich jetzt aufpassen auf zurückfließendes Regenwasser, weil ich jetzt hier gleich nicht von dem Elektroschweißgerät unbedingt werde. Jetzt sehe ich gerade, also wir haben tatsächlich eine Schleifhexe hier. Die ist aber hier zusammen gemacht. Jetzt stelle ich aber gerade fest, auf der anderen Seite ist kein Stecker. Aber wir schauen mal. Aber Napoleon hat hier, ich sehe, einiges noch mitgebracht. Also da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, das wird noch eine richtige Überraschung. Das war das Schweißgerät, wo ich eben zu Klaus sagte, das ist mit Sicherheit kaputt. Aber ich glaube, jetzt werde ich eines Besseren belehrt. Also wie das mit der Schleifhexe jetzt hier gleich strommäßig funktioniert, da bin ich auch noch mal gespannt. Also hier kann ich echt noch was lernen. Da muss ich festhalten, da glaubt der Mensch. Also hier ist jetzt ein anderer Kabel gekommen. Da ist jetzt an einer Seite ein Stecker dran. Und auf der anderen ein blanke Kabel. Das wird jetzt entwirrt. Und ich nehme an, dass wir das dann gleich zusammenrödeln zu dem anderen.
Aber so wie ich den mittlerweile kenne, habe ich keine Lüsterklemme oder sonst was haben, wird dann einfach zusammengerödelt. Und ob da 220 Volt sind oder 12 Volt. Das ist ja alles nicht so schlimm. Wie gesagt, die Schaltung defekt. Hier ist eine Buchse ausgeschlagen. Ich habe aber jetzt einen alten Bausenzug gefunden, hier, den hier. Da schneide ich jetzt vorne den Kopf ab und versuche dann mal, dass wir den da unten als Buchse benutzen können. Ich denke, das funktioniert. Auch hier, wie gesagt, alles, was hier zum Einsatz kommt, ist reines Spezialwerkzeug. Ich zeige das mal. Ich will gar nicht wissen, wofür das Messer so viel braucht. Jetzt müssen wir meine neue Halterung, genau, meine neue Halterung noch ein bisschen auffräsen. Wir wollten ein Messer machen, aber ich erklärt, mit einem Bzzz, hat mein Finger bewegt, hat aber verstanden, dass ein Bzzz eine Bohrmaschine ist und jetzt gehen wir dahin. Perfekt. So, also wir sind jetzt immer noch dabei, diese scheiß Buchse auszuschleifen. Die Bohrmaschine ist mittlerweile kaputt. Ich meine, die war vorher auch schon nicht so wirklich ganz. Und jetzt haben wir uns versucht, mit einem Bohrer dadurch von Hand zu schneiden, aber das geht auch nicht. Und jetzt hatte er die Idee, wir haben jetzt ein Messer geschliffen, also sprich ein kleines Sägeblatt, ein anderes hat auch scharf gemacht und damit schabt er das jetzt aus. Selber habe ich das auch schon eine ganze Zeit gemacht jetzt. Und ich muss wirklich sagen, langsam aber sicher. Boah, ich bin hier kaum heute. Und dann kriegst du ja nichts zu essen und nichts zu trinken. Das ist schon echt herb. Und ich, dummes Stück, habe heute mein Wasser im Hotel vergessen. Gerade das Dosenproblem schon gelöst. Ich habe denen erklärt, die sollen die Wasserflaschen nehmen, die Wasserflaschen durchschneiden. Und dann haben wir hier einen Behälter für Schrauben und so weiter. Und jetzt können wir alles schön einzeln sortieren. Und dann findet man noch was. Fangen die Gelenkwelle zu tauschen. Problem ist, klar, natürlich kein Spurstangabzieher hier. Jetzt habe ich erklärt, wenn wir von unten eine Stange drunter setzen unter den Spurstangenkopf, lassen den Wagenheber runter und versuchen dann hier drauf Radlagerhäuser zu schlagen, in der Hoffnung, dass es losgeht. So, mein Trick, mit zwei Wagenhebern die Spurstange unter Spannung zu setzen und dann ein bisschen den Hammer zu unterstützen, das funktioniert. Spurstange ist los. Ja, also wir haben es jetzt geschafft, die Schaltung von dem Bus hinzukriegen. Jetzt habe ich eine Batterie besorgt, die auch noch einem anderen Auto ausgebaut worden ist, in den Feuerbus rein, der springt an, der schaltet, aber der fährt nicht. Ja, jetzt habe ich gerade geguckt, bei dem ist auch der Antriebsfeder links abgerissen, also deswegen fährt er nicht. Jetzt muss ich mal schauen, sollte das jetzt mit meinem Getriebehalter nicht funktionieren, den ich hier gerade bauen lasse, dann nehmen wir von dem T4 die Antriebsfeder für den T4, wo wir gerade die Schaltung gemacht haben. Das habe ich aber für morgen am Plan stehen. Jetzt muss ich sagen, oh, ich habe ein Fläschchen Wasser gerade für mich besorgen lassen, hat mir einer mit dem Moped schon schnell geholt. Jetzt habe ich wieder was Wasser im Körper, es geht mir wieder besser. Ich hoffe, dass wir gleich mit dem Krankenwagen auf Hochfahrt gehen und dann mache ich heute Feierabend. Also, zum einen ist jetzt hier der Fleck. Der Halbe funktioniert anscheinend. So, die Kabel sind schon gewünschten Erfolg. Und wie man sieht, dass mit der Isolierung und mit dem Isolieren hier, also das wird alles überall. Hier passiert aber gar nichts. Das Kabel liegt hier teilweise blank im Wasser. Er steht mit den Füßen auf dem Kabel und im Wasser. Ich gucke immer, dass ich im Trockenen bleibe, aber das ist alles gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was die bei uns immer alles so doll isolieren. Das ist aber, wie man sieht, eindeutig alles halb so wild. Ich werde den Film auch wahrscheinlich mal an die deutschen Berufsgenossenschaften schicken, dass er bei uns wie alles etwas übertrieben ist. Ich habe jetzt gerade hier mit ihm gemeinsam kurz angeheftet, dass wir hier im rechten Winkel kriegen. Und jetzt schweißt er mir den ersten Getriebehalter unten zusammen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt eine angefertigte Getriebestütze für den T4. Napoleon hat das gerade hier zusammengeschweißt. Wir haben das gemeinsam erarbeitet, wie das jetzt hier oben aussieht. Und wir werden die Getriebestütze hier vorne am Frontblech durchbohren. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, ob wir so Motor und Getriebe abfangen können. Napoleon, super. Ja, ich habe aber jetzt hier die Handwaschpaste kennengelernt. Das ist hier die Handwaschpaste, ja? Okay, damit man die Finger wieder sauber kriegt. Von oben sind die immer schwarz, aber von unten sind die auch weiß eigentlich oder hell. Ja, und so, hier ist die moderne Handwaschpaste. Super. Klaus und Micha sind gerade von der Probefahrt zurückgekommen. Und Klaus, wie war's?
Super, jawohl. Die alten Geräusche sind verschwunden, bis auf die wir immer schon hatten. Ja. Das Klappern der Trage und so weiter. Und jetzt muss der Herbert muss noch gucken, dass noch der Wagenheber drin ist, Herbert. Ja, ja. Kein Auto verlässt hier deinen Hof. Genau. Ohne Wagenheber. Okay. Komm mal rein, Herbert. Aber ich bin begeistert für mich. Das haben wir heute geschafft hier gemeinsam. Kein Rippenriemen, Spannrolle, Gelenkwelle, Krankenwagen funktioniert wieder. Super. Alles klar. Gut. Ja, so, ich bin jetzt gerade im Moment angekommen. Klaus meinte, wir treffen uns in einer halben Stunde schon wieder. Aber Gott sei Dank hat Herbert ihn davon überzeugt, wir treffen uns erst in einer Dreiviertelstunde. Also ich muss echt sagen, ich bin echt platt. Ich bin heute echt K.O. Silke meckert gerade schon rum per WhatsApp, da es noch keine Fotos gibt von heute und keine News. Darum sende ich jetzt erstmal den Film als erstes. Man kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Man kann das auch nicht glauben oder fassen. Und ich glaube, 98% der deutschen Kraftfahrzeugmechaniker, die wären hier heute nach 2 Stunden abgehauen. Hätten die aufgehangen oder hätten sonst was getan. Man kann sich das nicht vorstellen. Du hast nichts, du kriegst nichts. Was da ist, was du anpackst, ist kaputt. Musst du erstmal reparieren. Ob das ein Schraubenzieher ist, eine Bohrmaschine ist oder sonst irgendetwas. Also es ist echt der Mega-Hammer, unter welchen Bedingungen die hier was machen. Das ist natürlich der Hit, was der Klaus da gemacht hat. Die Werkstatt, die man da sieht, das Gebäude, wo Armen draufsteht, ist jetzt seit 3 Jahren fertig. Und dann hat er so peu à peu hier alles aufgebaut. Und die Jungs, die jetzt da rumschrauben, die geben natürlich ihr Bestes, haben aber teilweise wirklich absolutes Nullwissen. Die drehen kein Batteriepol fest. Die stecken die Pole drauf und dann ist gut. Und all so Sachen. Also es ist wirklich heavy. Ich bin froh, ich habe meinen ersten Arbeitstag absolviert. Ich bin Gott sei Dank froh, dass ich mit dem Pendum bei Klaus mal auch wieder durchgekommen bin. Ja, und morgen geht's weiter. Bis dann. Schönen Abend.